Hallihallo, willkommen zu meinem neuesten Review. Heute geht es mal um den Silent Interceptor von LC Power. Ein Midi Tower für rund 50 Euro, aber nach dem Intro mehr. Wie schon erwähnt, geht es heute um den Silent Interceptor von LC Power. Ein Midi Tower für rund 50 Euro. Dieser besteht zum Großteil aus Kunststoff und Stahl, wobei die Front und der Deckel aus Kunststoff sind und die restlichen Teile aus Stahl. Achso, dazu kommen noch die Füße, die sind auch aus Kunststoff und natürlich auch Gummi, um das Ganze ein wenig abzufedern. Die Front besteht aus Kunststoff, darin eingelassen sind sehr viele Mesh-Elemente, gerade im unteren Bereich. Dieses ist sehr sauber verarbeitet und der Kunststoff fasst sich doch relativ hochwertig an. Im oberen Bereich habt ihr eine Klappe, welche man öffnen kann. Dahinter verstecken sich zwei 5,25 Zoll Schächte, welche mit einer Kunststoffabdeckung versehen sind, und ein SD-Kartenlesegerät ist auch noch mit an Bord. Des Weiteren hier unten im unteren Bereich nochmal eine Status-LED, welche anzeigt, ob ihr eine Festplattentätigkeit vornehmt oder nicht. Das Mesh ist wie erwähnt schon sehr sauber verarbeitet. Des Weiteren ist diese Frontabdeckung doch sehr wuchtig und ihr habt hier die Möglichkeit, auf der einen Seite Lüfter zu installieren oder auf der anderen Seite Lüfter zu installieren. Das ermöglicht euch hier bei einem Gaming-System doch einen sehr guten Airflow. Der Deckel ist von den Seiten nach oben hin ein wenig spitz anlaufend, auch wieder sehr schön verarbeitet, alles aus Kunststoff, im hinteren Bereich Mesh eingelassen, auch wieder sehr schön gemacht, gefällt mir persönlich sehr gut. Hier ein paar rote Zierelemente. Des Weiteren beinhaltet der Deckel einen An- und Ausschalter, wo der Tastendruckpunkt doch relativ ordentlich ist, eine Status-LED, zudem nochmal eine, eine Anzeige für Headset, zwei AUX-Eingänge bzw. ein Eingang, ein Ausgang, ein USB 3.0 Port und zwei USB 2.0 Ports, das soll es auch im Deckel gewesen sein. Schauen wir uns nun einmal die Seitenteile an, welche doch recht sauber verarbeitet sind. Die Lackierung geht vollkommen durch, gerade für den Preis. Des Weiteren stimmen die Spaltmaße so ziemlich. Das Einzige, was ich hier sehe, ist so eine kleine Erhöhung, aber das hat mit diesem dreckigen, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, Versandverein zu tun. Diese sind nicht gerade zaghaft mit dem Paket umgegangen, deswegen brauche ich wohl an sich gar nicht die Verpackung zeigen. Im oberen und vorderen Bereich steht quasi der Kunststoff ein wenig über das Seitenteil drüber. Das soll nicht weiter störend sein. Allerdings, was mich jetzt persönlich negativ beeinflusst, ist, dass die Silhouette doch sehr ungewöhnlich aussieht. Gerade dadurch, dass das Gehäuse sehr schlank wirkt, aber doch relativ hoch und tief ist, ist es immer so eine Geschmackssache, sich das ins Wohn- oder Arbeitszimmer zu stellen. Apropos komische Silhouette, finde ich persönlich jetzt nicht gerade störend. Im Frontbereich, die Frontabdeckung ist von unten nach oben hin auch wieder konisch anlaufend. Das lockert das Ganze nochmal ein wenig auf. Wäre das gerade, wird das nochmal wuchtiger aussehen. Das Gehäuse steht auf Standfüßen. Diese sind aus Kunststoff. Zudem so ein wenig abgeschrägt, sind auch wieder nach innen reinversetzt, zumindest der hintere Teil. Der vordere Teil steht wieder über das Seitenpaneel drüber. Und im unteren Bereich befindet sich zudem dann noch diese Gummifüße, auf denen es steht. Im hinteren Bereich habt ihr die Möglichkeit, einen 120 mm Lüfter zu installieren. Hier dann nochmal die I.O.-Panel bzw. Ausstanzung, welche doch sehr stark an das DS-230 erinnert. Ihr habt die Möglichkeit, Mainboards bis zu einer Größe von ATX, Full ATX zu verbauen. Und hier könnt ihr 7 PCI Express Erweiterungskarten hinzufügen. Das Gehäuse hat keine Durchführung für externe Wasserkühlung, was ich allerdings auch nicht besonders schlimm finde. Das Ganze ist sehr hochwertig. Der Stahl ist für den Preis relativ stark gestaltet. Das ermöglicht, dass das Gehäuse sich nicht wirklich verwindet beim Transportieren. Hier wird im unteren Bereich das Netzteil installiert, welches man ja auch von vielen anderen Gehäusen kennt. Unten am Gehäuseboden befindet sich nochmal ein kleiner Staubschutzfilter, welcher allerdings in solche Kunststoff- bzw. Metallnasen reingedrückt wird. Hier wird die Entfernung davon ein wenig hakelig. Allerdings, wenn man es sauber macht, kann man ja auch den Rechner auf die Seite legen und das einfach absaugen. Wie ich gerade eben schon erwähnt, hier nochmal der Staubfilter, welcher bloß so reingedrückt ist, soll nicht weiter stören in dem Preissegment.
Die Kunststofffüße, welche nochmal mit einer Art Moosgummi versehen sind, doch halt kein richtiger Gummi. Allerdings geht auch hier die Verarbeitung vollkommen in Ordnung. Machen wir das Gehäuse nun einmal auf und gucken, was da drin steckt. Ich drehe es mal ein wenig in die Richtung, mache das einfach mal ab. Das geht sehr einfach ab, drehe das Ganze um und das macht quasi den Seitenintercepter aus. Die Seitenteile rechts und links sind gedämmt mit 3 mm starken Platten. Das fasst sich nochmal ein wenig wertiger an. Die Seitenteile sind deswegen recht schwer. Insgesamt bringt das Gehäuse im Leerzustand ca. 8 Kilogramm auf die Waage. Das geht vollkommen klar. Und wie gesagt, das macht das Ganze nochmal ein wenig wertig. Des Weiteren sehr schön verarbeitet, sauber verarbeitet. Und dieses Seitenteil erinnert doch auch wieder sehr stark an das DS230. Nicht bloß von den Abmessungen her, auch von dem Dämmmaterial und von dieser ja, quasi Halterungsnot. Gucken wir nun einmal rein. Hier in dem Fall der Mainboard Tray, welcher auch wieder dem Layout des DS230 entspricht. Demzufolge auch sehr sauber verarbeitet, nicht das dünnste Material eingesetzt. Im unteren Bereich haben wir eine Abdeckung für das Netzteil und Kabelwirrwarr, des Weiteren drunter nochmal 2 Einschübe für die Festplatten, für 2 Stück an der Zahl. Was ihr hier seht, das sind quasi die Kabel für das Frontpanel und den SD-Kartenlesegerät. Das Ganze nicht gesleeved oder in schwarzen Kabeln, das gefällt mir persönlich nicht wirklich. Aber allerdings kann man hier wirklich sehr sauber die Kabel verlegen, sodass man auch diese bunten Teile nicht unbedingt sieht. Beim Mainboard Tray die Möglichkeit, jeweils nach Format des Mainboards die Kabeldurchführung zu nutzen, finde ich sehr schön gemacht, variabel das Ganze, ja, sehr sauber ausgeführt. Unten in der Netzteilabdeckung habt ihr dann nochmal ein paar, ja, Durchreichen für die Kabel, das ist auch sehr schön. Und das Ganze schließt wieder sehr wunderschön ab und ist ja, hochwertig verarbeitet. Von Haus aus 220 mm Lüfter vorinstalliert von LC Power. Das sind nicht wirklich besondere, allerdings ja, sind sie im Lieferumfang und für 50 Euro geht das vollkommen klar. Wer dann nochmal die ganzen Teile via externer oder beziehungsweise interner Lüftersteuerung nochmal ein wenig runterregeln kann, der kann hier durchaus sparen und braucht sich keine extra kaufen. Oben, wie schon erwähnt, könnt ihr zwei 5,25 Zoll Laufwerke verbauen oder einen großen AGP. Hier ist eurer Individualität, sind hier keine Grenzen so weit gesetzt. Was ich persönlich auch sehr schön finde, ist, dass hier quasi diese Halterung im vorderen Bereich doch relativ klein gestaltet wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt rein von der Statik her aussieht, ob dann quasi das Laufwerk durchhängt oder dergleichen. Allerdings finde ich es dann auch nicht wirklich schön, wenn man nichts verbaut hat und diesen komischen Käfig hier hängen hat. Im Gehäuse habt ihr die Möglichkeit, CPU-Kühler bis zu 15 cm zu installieren. Das ist nicht wirklich besonders viel. Allerdings ist das bauartbedingt, gerade durch dieses schlanke Format. Grafikkarten bis zu einer Länge von 38 cm passen hier locker rein. Also hier könnt ihr richtig dicke Teile reinwumsen. Wie schon beim DS230 habt ihr auf dieser Seite Aufnahmen für 2,5 Zoll Laufwerke, welche man zum einen zum Innenraum zu verbauen kann mit längeren Schrauben und versetzt kann man bis zu 4 SSDs hier an dieser Halterung verbauen, ja, was vollkommen in Ordnung für das Preissegment geht. Im hinteren Bereich habt ihr die Möglichkeit, doch das Kabelmanagement sehr individuell zu gestalten. Hier dazu relativ viele Zogpunkte, was ich persönlich sehr schick finde. Hier nochmal die Möglichkeit, via längerer Schrauben von der anderen Seite zwei 2,5 Zoll Laufwerke zu verbauen. Hier nochmal ein Einschub für ein weiteres 2,5 Zoll Laufwerk, welches auch abgenommen werden kann via Befestigungsschraube. Im unteren Bereich können zwei 3,5 Zoll Laufwerke verbaut werden. Diese Halterungen sind aus Kunststoff, auch nicht entkoppelt, aber das ist auch bei hochwertigeren Gehäusen nicht der Fall. Wenn ihr eine relativ neue und aktuelle Festplatte habt, ist das sowieso nicht mehr so das Problem, weil diverse Modelle, wie zum Beispiel von Western Digital, doch relativ geräuscharm und laufruhig arbeiten. Das Netzteil nochmal zusätzlich entkoppelt mit solchen Moosgummipuffern finde ich persönlich sehr nett. Und des Weiteren habt ihr doch recht viel Platz für euer Kabelwirrwarr, was aus dem Netzteil kommt. Ihr könnt hier keine riesengroßen Netzteile rein
schmeißen von Be Quiet und Corsair. Allerdings geht das vollkommen in Ordnung. Ergänzend drehen wir den ganzen Spaß nochmal um. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ihr in der Front die Möglichkeit habt, zum einen die 220 mm Lüfter zu installieren. Ihr habt die Möglichkeit, diese mit einem 240 mm Radiator zu kombinieren. Oder ihr habt hier auch die Möglichkeit, 240 mm Lüfter zu installieren. Finde ich sehr schick. Und das Gehäuse erlaubt zudem auch, dass ihr ja, Radiatoren verwenden könnt, welche mit einer Stärke von bis zu 40 mm daherkommen. Kommen wir nun noch zu einer kleinen Besonderheit. Ich habe jetzt mal die obere Verkleidung abgemacht. So kann man meinen Blick nochmal auf die Befestigung davon werfen. Diese geht sehr einfach ab, sitzt dennoch sehr fest an Gehäuse dran, also beziehungsweise sehr hochwertig. Und hier das Besondere einfach, der Platz ist einfach nicht verschwendet, sondern ihr könnt hier nochmal 220 mm Lüfter installieren. Was ich sehr schön gemacht finde, ist, dass sich quasi das nach Außenrichtung ja, Deckel bewegt und man hat im Inneren wirklich sehr viel Platz beim Mainboard-Einbau. Und gerade bei den günstigen Gehäusen ist immer das Problem, dass wenn man oben für die CPU den Powerstecker ansteckt, den 8-Pin oder 4-Pin, dass das immer so blöd verarbeitet ist, dass man da nicht wirklich rankommt. Des Weiteren habt ihr hier noch zwei Durchführungen, zwei ordentliche, und da könnt ihr das Kabel schon durchführen, ohne dass es euch wirklich im Innenraum dumm durch die Gegend baumelt. So, kommen wir nun zu einem kleinen Zwischenfazit, weil zu dem Gehäuse wird noch ein zweiter Teil kommen, gerade was den Einbau anbelangt und wie sich so einbauen lässt, wie sich das Gehäuse im Betrieb verhält und so weiter. Das ist ja auch immer so eine Frage, gerade zu den Lüftern, die hier verbaut sind. Wir wissen schon von vornherein, dass es nichts sehr Besonderes sein kann, aber natürlich kann man sich auch täuschen. Ansonsten, verarbeitungstechnisch gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Mir persönlich für den Preis gefällt es recht gut. Man muss natürlich mit der Silhouette klarkommen, dadurch, dass es so schmal ist und so hoch. Allerdings, wenn das nicht stört, könnte unter Umständen hier ein doch recht zuverlässiges und gutes Gaming-Gehäuse finden. Ansonsten wartet auf mein nächstes Video, schaltet es dann ein, liked das Ganze, lasst mir ein Abo da, kommentiert, fragt mich, was ihr wollt. Würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal.